Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Heute habe ich hier aber ein Paket auf der Bühne, was aber auch angekündigt war. Deshalb kam DPD und hat mir dieses Paket übergeben und ich möchte es gemeinsam mit euch auspacken und aufbauen. Das heißt, Karton auf und los geht's. Ach ja, genau, Arbeitsteilung. Ich in der Garage und Iris ist draußen am Rasenmähen. Ist doch klasse, oder? Die richtige Arbeitsteilung, also Iris mäht, ich in der Garage. So soll's sein. Jetzt geht's los. Also, hier haben wir das Paket und wir öffnen es jetzt einfach mal. Das würde bedeuten, einmal hier runterschneiden, das Cuttermesser ein bisschen weiter rein, einmal die Seite runter und hier, was wir nicht vergessen dürfen, ist Werbung. Jetzt gibt es wieder einen von oben drauf. Also, wir öffnen. Wo ich sagen muss, ich bin sehr glücklich, dass ich mir das noch gekauft habe. Das ist doch eine Erleichterung für mich. Das heißt, jetzt, da hier noch irgendwie verklebt ist, müssen wir das natürlich auch noch öffnen. Den Karton braucht danach kein Mensch mehr. Das soll jetzt bedeuten, wir gucken mal, ob wir das. Das ist geklammert. Ob wir das so aufbekommen. Das sieht doch ganz gut aus. Jawohl. Ah. In Rot. Das hier kann erstmal weg. Schön eingepackt. Also kann man nicht sagen. Ecken und Kanten sind in Ordnung. Ich würde sagen, eigentlich sollte das wohl andersrum geöffnet werden. Deshalb Deckel nochmal zu und das Ganze, würde ich sagen, nochmal drehen. Das heißt, wir drehen es einfach mal. Ich denke mal, so sieht es besser aus. Jawohl. Also, wir haben, wo ist mein Cuttermesser? Seitenstangen, also für die Stabilität und für die Höhe. Dann, was ist hier drin? Einmal aufschneiden. Ich glaube, jetzt sagt das schon alles. Rollen, vier Rollen und Haufen Schrauben. Boah, das ist ja Wahnsinn. Haufen Schrauben, aber richtig, ein richtiger Haufen. Und vier Füßchen davon. Bewegbar. Jetzt hört man es. Iris mit Rasen. Iris sagte eben schon, ja, das ist die richtige Arbeitsteilung. Sie mäht, ich hier drinnen. Ist so. Kann ich jetzt nichts dran ändern. Dann haben wir. Jo. Hier dürfen wir jetzt ruhig mal noch ein bisschen rumreißen. Dann haben wir hier unsere Einlegeböden. Das mal alles zur Seite. Alles mal wegnehmen. Und ich glaube, das erste Teil sollte jetzt auch schon rausgehen. Also das ist wirklich gut gemacht. Es ist immer abgepolstert. Also das finde ich eine schöne Sache, das finde ich ja super. Und das Ding ist gar nicht so klein. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass es ein bisschen kleiner ist, aber es hat schon eine sehr gute Größe, möchte ich mal sagen. Die Pappe kann man gleich hier lassen für den Aufbau. So kann man hier gleich auf der Bühne sauber arbeiten. Hier kann man sogar Schränke zusammenbauen, wenn es sein muss. Also so eine Bühne
ist schon Gold wert in manchen Sachen. Also man kann, wie gesagt, sowas aufbauen, seine Roller reparieren, Fahrräder reparieren, Handwagen reparieren, Schränke und was nicht noch alles. Weil es eine schöne Tiefe und auch eine schöne Länge. Deshalb, besser geht's doch gar nicht. Ich möchte jetzt hier nicht auf Großbühnenmensch zu tun, aber es ist einfach doch eine Erleichterung. Und zur Not kann man das Ganze auch noch etwas höher bringen. Also, das ist jetzt die höchste Stellung, aber guckt mal, wie schön man hier dran arbeiten kann. Iris geht richtig ab mit dem Rasenmäher draußen. Ui, okay, wir bauen jetzt. Also, ich habe eben doch was festgestellt, und zwar hier. Hier ist eine Delle nach außen drin. Hier ist alles okay. Hier ist auch alles okay. Aber hier ist jetzt auch eine Delle, also eingedrückt. Das muss irgendwie doch einen Seitenschlag bekommen haben. Das kann durchaus von dem Transport kommen. Jetzt nehmen wir das hier mal runter und gucken hier mal. Hier ist auch ein Bogen drin. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Also, okay. Ich meine, da werden noch viel mehr Ratscher reinkommen. Man soll dann nicht immer so pingelig sein. Wir nehmen das nächste mal raus. Ja, das sieht auf jeden Fall jetzt wieder besser aus. Wie gesagt, man darf nicht, hier ist so eine kleine Ecke da unten, aber man darf eben nicht ganz so pingelig sein. Hallo, das ist Werkstattmaterial. Und das ist in Ordnung. Jetzt heißt es aber aufbauen. Also, an Werkzeug brauche ich eine 12er, also eine 12er Ratsche, ein 13er, nehme ich einen Ringschlüssel und die Schrauben, und zwar für die Räder. Dazu nehme ich aber separat noch eine Federscheibe. Die sind hier nicht enthalten, deshalb kommt jetzt immer eine Federscheibe drunter. Oben eine Hauptscheibe und stecke sie von oben durch, nehme mein erstes Rad, halte es oder setze es an. Das ist jetzt ja, für den Anfang erstmal, und setze somit hier eine Federscheibe drauf. Das sind zwar selbstsichernde Muttern hier, aber wie gesagt, die Federscheibe ist doch nochmal ganz gut. Ist ja dann auch vom Kranz ein bisschen größer, würde ich dann mal sagen. Dann wieder die nächste. Jetzt das Löchlein suchen. Federscheibe und eine Mutter. Das mache ich jetzt ganz durch die Bank, weil es sind ja immerhin 4 Schrauben, die ich dafür nutze, für ein Rad. Im Ganzen haben wir, das wisst ihr selbst, 4 Räder. Deshalb, jetzt werden die erstmal hier angebracht und danach geht's mit dem Aufbau weiter. Also, erstmal Räder anbringen. Das sieht dann ungefähr so aus. Also, eine Schraube und eine Mutter muss noch hier rein und eine Unterlegscheibe. Schraube, Mutter ist vorhanden, Unterlegscheibe auch. Aber ich glaube, das ist keine 8 mm Scheibe. Das ist eher eine 4 mm Scheibe. Die war allerdings dabei. Das heißt, jetzt muss ich eine Unterlegscheibe von mir selbst nehmen. Ja, die Unterlegscheibe sponsere ich jetzt von mir, von meinem eigenen. Das ist ja auch nicht ganz so schlimm. Also, das sind im Grunde Lappalien. So, jetzt richte ich das Ganze auf, nehme wieder meinen Federring und schon haben wir alle 4 Räder verbaut. Es sei denn, ich bekomme die Mutter drauf. Ja, jetzt heißt es festziehen, weil es hier noch nichts festgezogen. Festziehen und dann geht's weiter. Jetzt, wo die Arbeit soweit getan ist, mal ein bisschen Ordnung machen hier und wir hier nicht mehr
alles benötigen, aber jetzt geht es ja hier nicht weiter. Das heißt, das hier ist der Griff. Dafür sind auch diese beiden Teile zuständig. Das kommt dann aber zuletzt erst dran. Jetzt heißt es nämlich erstmal, wir müssen hier unsere Winkel anbringen. Und um die Winkel anzubringen, fangen wir jetzt hier unten an und setzen Winkel für Winkel an allen vier Ecken und ziehen das Ganze zusammen. Unterlegscheibe, also Schraube, Unterlegscheibe und Mutter würde drauf kommen. Aber ich lege von der anderen Seite auch noch eine Unterlegscheibe auf. So habe ich mehr Andruck. Das würde jetzt bedeuten, ich setze die Schrauben auch von außen, es soll ja auch ordentlich aussehen. Setze die Schrauben von außen, nehme eine Unterlegscheibe und eine Mutter. Das Ganze sind 6 mm Schrauben und ja, das würde jetzt bedeuten, die ersten vier hier unten ansetzen, dass wir unseren ersten Winkel hier schon mal dran haben. Die Winkel kann man auch noch einstellen, das muss ich dann aber erst sehen oder werde ich dann sehen, wenn es ja soweit ist und ich immer weiter baue, sage ich mal, also immer näher dem Ziel entgegenkomme. Deshalb jetzt erstmal nur ansetzen, aber es sieht ganz gut aus. Ich denke mal, das wird sich wohl so ziemlich selbst setzen. Also das ist ja auch was Schönes. Auf jeden Fall erstmal kommen jetzt die ganzen Winkel hier dran, ja, dass es weitergehen kann. Dafür spende ich auch gerne nochmal die eine oder andere Unterlegscheibe mehr, weil warum nicht? Ich will ja auch lange was von diesem Wägelchen haben. Die zweite Etage bin ich auch gerade dabei anzubringen. Das heißt, hier einmal aufsetzen, eine Unterlegscheibe drauf, eine Mutter. Ich habe mir hier schon ein bisschen was vorbereitet, ja, dass es auch ein bisschen schneller geht und nicht so super lange dauert. Nächste rein, Scheibe und die nächste Mutter. Also, es geht doch voran. Langsam, aber sicher funktioniert das so. Wir können die nächste Etage aufsetzen. Lasse es hier gleich aufliegen, aber erstmal muss ich hier mein Loch finden dafür. Habe die Seite schon mal eingehangen. Jetzt mache ich dasselbe, ja, sozusagen über Eck. Jetzt bin ich hier irgendwie gerade ein bisschen verrutscht. Und hänge meine nächste Schraube hier ein und so komme ich Etage zu Etage. Jetzt nach und nach festziehen und dann ist der Wagen schon fast fertig. Also, unser Wagen ist fertig und ich habe sogar einen Boden reingesetzt. Ja, keine Verschwendung. Ich habe einfach die Pappe oder die Verpackungsmappe, Pappe, die Verpackungspappe genutzt. Jetzt haben wir es. Ja, und ich möchte sagen, man sieht, das ist doch gut. Ich habe die ersten zwei Fächer von oben ausgelegt und kann jetzt mein Werkzeug reintun. Wenn ihr euch oder wenn ihr wüsstet, wie ich mich darüber freue, dass ich jetzt auch mal mein Werkzeug nicht immer ausbuddeln muss, sondern einfach hier reinlege und suche ich was. Naja gut, hier auf dieser Fläche finde ich schon eher und schneller was und habe es trotzdem immer vor Ort. Deshalb, jetzt heißt es ein bisschen Werkzeug umpacken. Wie man sieht, hier ist mein Werkzeug, hier sind meine Klötze, ja, für meinen Schraubstock. Das heißt, die lege ich jetzt einfach erst nach unten rein. Wasserwaage kann auch nach unten, braucht man nicht ganz so oft, jetzt zum Beispiel Imbusschlüssel. Wie gesagt, Hauptsache
dass hier alles zusammenliegt. Und wenn ich irgendwo rumkrame, dann kann ich ja hier oben rumkramen und brauche nicht auf den Boden rumzukriechen. Also wenn das nicht sein muss, hier oben wird auch so oder so ein bisschen Unordnung entstehen. Von daher soll man das dann aber nicht so eng sehen. Hier kann ich auch gleich ein bisschen Ordnung hier mit dran machen. Ach, das kann so bleiben. Das ist okay. Und ich suche jetzt erstmal meine ganzen Schraubendreher raus. Und ja, Vielzahnschlüssel zur Not. Lege das einfach erstmal hier rein. Jetzt kann man erstmal sehen, was kommt an Schraubendreher auch hier wieder zusammen. Die man sonst ja immer nur unten sieht. Ja, sogar hier der angeknackste, der kommt auch hier hoch. Das ist alles Werkzeug, das man trotzdem immer zwischendurch benötigt. Also Schraubendreher habe ich mehr als genug. Also das sieht man hier in dieser Kiste gar nicht. Das sieht man total nicht. Die gehen alle hier runter. Deshalb ist es dann doch ganz schön zu sehen, was habe ich hier an Schraubendreher. Hier dieses Teil, das habe ich mir neu gekauft. Das sieht jetzt schon asbachalt aus, obwohl das normal niegelnagelneu ist. Und ist sogar ja verstellbar mit Ratsche dran. Ja, Wolfkraft. Ich mache höchstwahrscheinlich auch Dauerwerbung drüber. Ihr wisst sicher, ja, hier, also Schraubendreher sind hier mehr als genug. Aber hier drüben habe ich auch noch Schraubendreher. Und zwar Phasenprüfer für meine Einstellung. Einen extra separat angefertigten Schraubendreher, den ich separat nur für eine Einstellung gebaut habe. Braucht man auch immer Phasenprüfer und ja, all diese kleinen Schraubendreher. Das ist echt Wahnsinn. Hier Zollstock, Schraubendreher. Das ist sogar ein feiner Kreuz, den braucht man nicht oft, aber naja, wenn er schon da ist, ist er da. Dann, ja, also jetzt hier sind meine Schraubendreher alles raus. Bleistifte, Pinsel, Filzer zum Anzeichnen, noch mehr Bleistifte. Das kann alles immer irgendwo noch mit rein. Hier noch ein kleiner Schraubendreher. Die tue ich hier unten rein. Das kann separat. Hier ist noch einer. Wieder was zum Messen. Das brauche ich auch nicht so oft. Unten rein. Und jetzt mache ich den Rest noch. Seit langem sehe ich jetzt erstmal überhaupt oder habe erstmal den Überblick, was habe ich denn an Werkzeug. Und ich würde sagen, das ist nicht wenig, weil ich habe noch irgendwo Werkzeug, zumindest was heißt noch irgendwo. Ich habe da noch Werkzeug in den großen Koffer. Ich habe hier noch Werkzeug wie Feilen und alles. Die zum Beispiel kann ohne weiteres hier unten rein. Und da kommt noch einiges mehr. Das hat sich in den ganzen Jahren so angesammelt. Ist aber nicht groß irgendwie spezielles Werkzeug. Ganz einfach simples Werkzeug für jedermann oder was jedermann nutzt. Nichts Extravagantes oder so oder Überhebliches, wo ich vielleicht gar nichts mit anfangen könnte. Deshalb ganz normales Werkzeug und aber ein schicker Wagen. Also den Wagen, da bin ich froh, dass ich mir den geholt habe, weil jetzt weiß ich immer gezielt, wohin zu fassen und brauche nur gucken, anfangen oder rausnehmen und schon habe ich das Werkzeug, was ich brauche. Nimmt man natürlich auch ein bisschen mehr Platz ein, aber das ist für mich in Ordnung. Wie gesagt, so kann ich sogar noch ein bisschen schneller arbeiten. Vor allem wisst ihr ja auch,
was ich eventuell noch so vorhabe. Da ist sowas natürlich schon Gold wert, muss ich wirklich so sagen. Weil, wie gesagt, wer möchte schon mit einem Köfferchen oder mit einem Werkzeugkoffer, sage ich mal so, rumlaufen und ewig gucken und wo ist mein Zeug? Da kann man zur Not sogar mal was ablegen. Sogar das Michael-Werkzeug hat jetzt einen Platz gefunden, einen festen Platz. Hier. Jawohl, da geht's jetzt rein. Drahtbürsten oder Drahtbürste, Feilen, Ringschlüssel, Maulschlüssel, alles rein. So weiß man jeden Griff zu schätzen. Das heißt hier unten rein, Drahtbürste unten rein und schon wieder ein Stück mehr. Ich selber weiß schon gar nicht mehr, was ich noch an Werkzeug habe. Diese Schlüssel waren unten in der Kiste drin, also hier in meiner Box. Und da sucht man ganz, ganz selten. Deshalb bin ich froh, dass ich jetzt endlich schalten und walten kann. Da, wo vorher meine eine Kiste stand, jetzt habe ich die Möglichkeit und kann sagen, Monika Richard Werkzeug oder hier und dieses und Richard Monika der Lötkolben. So, jetzt habe ich wenigstens, wo ich schon mal wieder Überblick habe, ich habe teilweise diese Sachen hier schon gar nicht mehr gesehen, weil ich gar keine Möglichkeit mehr hatte, sie irgendwo unterzubringen, zumindest vernünftig. Jetzt heißt es nur noch etwas aufräumen und ja, dann ist der Tag schon wieder rum. Also ich habe schon wieder eine ganz schöne Zeit hier verbracht, eben ja mal kein Roller, sondern nur mein Teil für das Werkzeug. Aber das muss ja auch sein. Umso schneller, wie gesagt, findet man seine Sachen, die man täglich braucht, gerade für den Roller. Deshalb in diesem Sinne würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns in dem nächsten Video. Macht's gut, tschüss.